Hallo zusammen und willkommen zurück zu Phantasy Star 2. So, jetzt haben wir uns ja zuletzt mal diesen Kaugummi hier noch geholt. Die Insel in der, sozusagen im letzten Stream hier abgeschlossen. Und ja, das heißt, wir können jetzt natürlich mal weitermachen. Müssen erstmal sehen, wo wir denn nun jetzt hin müssen. Ich hatte jetzt, Moment, machen wir noch den Ton hier. So. Ja, ich hatte ja vermutet, dass wir dort wahrscheinlich jetzt mal ganz ins Zentrum der Insel müssen. Mit unserem Jetscooter sozusagen dort entlang. Und ja, mal sehen, ob wir dort reinkommen. Weil also auf der großen Weltkarte, die sozusagen hier beim Spiel dabei war, ist dort nur noch angezeigt dieses der sogenannte Klimatroll. Und das wäre jetzt eigentlich so ziemlich die einzige Stelle, zumindest auf Motavia hier, wo wir noch nicht waren. Von daher schauen wir mal, ob wir dorthin kommen. Und das wäre halt meine Idee gewesen, einfach dort reinzufahren und dann vielleicht abtauchen zu können. Mit diesem Kaugummi können wir jetzt ja wohl scheinbar unter Wasser atmen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo man dorthin geht. Also gleich hier ist dann so ein Eingang. Ja, hier kommen wir aber nicht rein. Dann nehmen wir mal den, da müssen wir jetzt einmal sozusagen außenrum, der im Süden war. Waren ja, denke ich, 4 Eingänge. Also nicht der, sondern wirklich, wo wir von Süden aus dann sozusagen direkt nach Norden fahren müssten. Hier geht's auch nicht rein. Genau, hier unten müsste ja dieses Roron oder wie das hieß gewesen sein. Okay. Was auch immer das heißt, da macht natürlich genauso viel Schaden. Also mit den Gewehren ist das ja ziemlich wurscht, wie viel Stärke man hat. Rein. Also das ist auch noch nicht Roron, das ist, denke ich, noch nicht dieser Hauptweg, den ich da meine. Tja, halt einmal hier um die halbe Welt herum. Genau, hier war dieses Roron und von hier aus relativ, hier wahrscheinlich. Gerade nach Norden. Nein. Hier rein. Das sieht weiter aus. Das könnte es sein. Das sind natürlich lächerlich schwache Gegner für uns hier. Okay, jetzt kommen wirklich hier die Anfangsgegner hier nochmal. Aber hier ist es erstmal nicht. Das ist ja jetzt irgendwie abgeschlossen.
Das Klimatroll soll angeblich ganz in der Mitte sein. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie wir das finden. Ich schau nochmal auf die Weltkarte hier. Und die sind von allen Seiten eigentlich geschützt. Kommt man von da aus dann nur von Paseo aus hin? Ja, das wäre jetzt echt die Frage, wie man dort noch hinkommt. Also wir können natürlich diese verschiedenen Wege dort mal abfahren, aber ich gehe mal fast davon aus, dass man dort immer diese Schlüssel braucht. Also diese Schlüsselkarten oder wie auch immer. Sowas in der Art wird es ja wahrscheinlich sein. Entweder findet man vielleicht so. Gibt es irgendwo auf der Karte etwas, was so aussieht, als ob man sozusagen zum Boden des Ozeans gelangen könnte? War nicht ganz offensichtlich für mich. Also wir könnten es natürlich nochmal auf so einer Wasserstraße, kann man ja fast schon sagen, diesen irgendwie technisch angelegten Fluss dort nochmal probieren. Ach na klar, die Schwachengegner machen dann eine Surprise Attack auf uns. So, mal schauen, wo der nächste Eingang dann hier liegt. Das ist zu klein für uns. Okay. Das hat mal nichts gemacht. Vielleicht, wenn wir fast dran sind, dass wir es dann benutzen können. Okay. Drei Fire-Ends und die greifen wir uns sogar zuerst an. Treffen wir uns aber zumindest nicht. Hey, das ist aber wenigstens schon mal was. Und da drin können wir das aber auch nicht einsetzen, oder? Ja. Bloß, wie kommt man dorthin? Ja, möglicherweise müssen wir auch einfach nochmal zurück. In unsere Hauptstadt. Und mal sehen. Also vielleicht müssen wir da nochmal in diesen Zentralturm und den vielleicht den Kaugummi nochmal zeigen. Oder es geht in Piata weiter.
wissen wir jetzt noch nicht. Vielleicht kriegt man dort ja nochmal eine sinnvolle Information hier. Na, hier spricht keiner mit uns. Und die Bibliothek? Klimatrol. Ja, damit wird das Wetter auf Motavia angepasst. Okay, also Temperaturen, Regen, Niederschläge und so weiter. Ja, Motavia war original mal sehr trocken gewesen. Das ist klar, das kennen wir ja noch vom ersten Teil, war ja eine Wüste gewesen. Das nützt uns aber eigentlich nichts. Genau, es gibt diese großen Flüsse in alle Richtungen. Es gibt Dämme, die kontrollieren, wie viel Wasser rauskommt. Na gut, das macht ja Sinn. Die sollen in einem Kontrollturm sein, aber es ist quasi geheim, wo der ist. Und der rote Damm ist der kleinste. Okay. Also das wird wahrscheinlich dann auch der erste sein, wo man hin muss. Es muss also irgendwo noch Kontrolltürme geben. Ich meine, wenn wir einmal hier sind, lassen wir uns nochmal heilen. In einen Kontrollturm. Ich meine, wir könnten nochmal nach Piata gehen. Also wir wissen, dass sie hier immer für einen Raumfahrt gesprochen haben. Ja, das ist einer der Kontrolltürme. Ja, vielleicht gibt es ja da irgendeinen. Hier geht's raus, oder? Ja. Das ist wahrscheinlich der rote Damm. Da haben wir gesehen, das sah ziemlich rot aus. Oh nein, Menschen. Ja, die erzählen alle von ihren Weltraumreisen hier. Okay, und das kleine Ding hier zählt nicht. Ja, theoretisch gibt es diese Kontrolltürme wahrscheinlich in jeder Stadt, aber... Ja, die erzählen alle von diesen Raumfahrzeugs hier. Also wie schon gesagt, theoretisch gibt es ja in jeder Stadt solche Türme. Ich meine, wir können natürlich auch nochmal Kaugummi-Mensch fragen. Moment. Also es soll irgendwo Farben im Ozean Stellen geben, wo das Wasser eine andere Farbe hat. Okay, also das ist jetzt auch nicht so, so extrem toll gelöst. Okay, also sie hat praktisch vergessen, dass wir ihr schon mal diese Blätter gegeben haben. Und würde das Quest einfach nochmal neu starten lassen. Na gut. Ja, könnt ihr mal aufhören, mir im Weg rumzustehen. Was ist das denn hier? Gar nichts.
Ja, der Ozean und der Fluss sind verbunden. Also müssten wir wahrscheinlich eine Stelle finden, wo wir da irgendwas mit einer Farbe oder sowas finden. Das ist halt jetzt die Frage, weil sie eben in der Sache gesagt haben, dass diese Schlüssel in einem Kontrollturm sein sollten. Aber wenn man das jetzt von Anfang an schon einfach hätte finden können, wäre es natürlich auch komisch. Achso, das war die Stadt, wo die alle nicht so wirklich mit einreden wollen. Ja, also wo geht man da jetzt hin? Dann probieren wir es halt doch mal von hier aus. Also wir gehen jetzt noch mal auf unseren Jet-Scooter. Ja, und reisen vielleicht noch mal in die Nähe der Uso-Insel oder sowas. Also wir suchen quasi nach Wasser, das irgendwie anders aussieht. Schauen wir mal, ob uns da irgendwo was auffällt. Auf der Weltkarte sehe ich jetzt nichts, was jetzt so ganz explizit darauf hindeutet. Also klar, was in der Nähe von diesen Flüssen ist, sieht natürlich an sich erstmal anders aus, aber das wird das ja nicht gemeint sein. Nördlich von hier. Also jetzt sind wir sozusagen ganz auf der, ja, Ozeanseite von den Landmassen weg. Wenn wir dort vielleicht einfach mal komplett durchgehen. Müssten wir ja irgendwann wieder bei der Uso-Insel landen. Also jetzt sollen wir nicht, also den kleinen Ding hier zu finden, na gut. Mal gut ist, wenn das jetzt so ist. Ah. Wow. Okay, ein HP pro Schritt. Okay, es gibt also ein komplettes Unterwasser-Dungeon. Ich wollte gerade sagen, bis jetzt kamen erstmal keine Gegner. Das ist natürlich auch die Frage, gibt es jetzt hier besonders viel oder? Slugmass.
die hatten wir doch, denke ich, schon mal, oder? Mit diesen respawnenden. Ja, ja. Soweit noch alles okay. Ich versuche jetzt hier mal irgendwie leftmost zu gehen, so ungefähr. Soweit haben wir noch keine Gegenstände hier gesehen. Also vielleicht kann ja vielleicht wieder so sein, dass man hier einfach nur so durchkommen muss. So, jetzt können wir aber mal eine Heilung hier geben. Mal schauen, was da oben jetzt ist. Okay, geht erstmal weiter in diese Richtung. Geht's dann vielleicht sogar im Kreis? Okay, jetzt sind wir schon mal ganz links. Hier geht's schon mal nicht weiter. Wir könnten noch mal hier runter. Noch mal eine kleine Heilung hier. So. Ja, einer ist kein Problem. Gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt im Klimatroll sind. Okay, und wir haben den Kaugummi netterweise noch da. Falls wir sozusagen nochmal raus müssten. Und das würde ich sagen, ist uns doch mal eine kleine Zwischensave hier wert. Aber natürlich in unserem B-Safe, den Haupt-Safe, machen wir, wie gesagt, nach wie vor nur, wenn wir in der Stadt uns sicher sind. Also, solange wir noch die Ressourcen haben, um uns hier raus zu teleportieren, sind wir eigentlich auch so noch sicher, aber na gut. Wir haben schon gesehen, dass es dort oben hinging. Also, da ist aber nichts. Es sei denn, es gibt irgendwo Secret Rooms oder irgendwas. Die waren ziemlich einfach. Geben ja trotzdem ein bisschen Geld.
Also die paar Mal hin und her teleportieren, das war ja jetzt nicht wirklich viel Kosten, die wir dort hatten. Von daher ist das ja alles kein Problem. Jetzt auch nichts. Also weit erstmal nur ein Weg. Wer seid ihr denn? Rotwood. Okay, halten nicht wirklich viel aus. Die gab es aber auch schon in Roron, möglicherweise. Weiß nicht gar nicht, ob wir die dort gesehen haben. Wir gehen erstmal hier lang. Ah, schon mal eine weitere Sackgasse gleich gefunden. Nicht schlecht. Oh, jetzt können wir mal ziemlich lang laufen. Okay, also soweit war jetzt die erste Ebene relativ simpel. Hier geht es sofort weiter hoch. Scheint tatsächlich alles zu sein. Und die Burn Wolves kennen wir auch noch. Von der Uso-Insel. Auch nochmal 700 Meseta. Also pro Kampf ja kriegt man schon einiges dazu. Gehen schon langsam auf die 100.000 zu. Wir müssten ja theoretisch gleich wieder hier landen. Okay. Also hier macht taktisches Runterspringen, denke ich mal, keinen Sinn bei dieser riesigen Plattform. Ah, Luke. Okay, das hast du schon. Ah, okay. Das ist jetzt diese Pythons, ja. Die hatten wir ja schon auf der Insel um Uso herum gesehen. Waren, denke ich, auch ein bisschen hat, also haben nicht so viel Abwehr, aber relativ viel Lebensenergie. Oh, Rudolf steigt nochmal auf. Ja, jetzt geht er nochmal ein bisschen wieder in Führung von den HP-Werten her. Und ist auch noch mal einiges schneller geworden, oder? Na gut, ich denke, er war schon bei 80, ja. Na gut. Noch mehr ein Grund, um ihn gleich zu heilen. Hier geht's nur da lang. Den Kampf können wir auf jeden Fall auch schon. Natürlich schade, dass gerade er verfehlen muss. Genau, und jetzt noch angreifen, wenn er noch 3 HP übrig hat. Naja, was soll's. Okay. Irgendwas in der letzten Minute passiert. Gut. Bleibt das jetzt so? Fiberwest. Ist wohl auch ihre... Ja. Aktuelle Rüstung. Gut, das wäre natürlich zu einfach gewesen. Ja, ist das jetzt symmetrisch aufgebaut?
Okay, das ist mal der Nordostbereich. Nordostbereich geht nach oben. Ja, nützt ja wahrscheinlich nichts. Wir könnten jetzt noch mal schnell schauen, wenn wir hier lang gegangen wären. Zählt für mich jetzt auch noch mal mit zu dem Nordostbereich. Blastoid. Nein, die noch härter sind wie die Blaster. Also, da müssen sie ja. Das ist ja eine neue Gruppe von denen. Nö, drei Schaden. Das ist ja lächerlich. Also, vielleicht haben sie auch wieder so einen Greif alle an, aber da waren die alten Blaster auf jeden Fall bis jetzt schon mal härter gewesen. Ja, die haben wir immer alle angegriffen. Okay, sie halten einiges aus, aber machen ja auch keinen Schaden. Okay, und auch eine ähnliche Anzahl von Meseta hier. Nichtsdestotrotz wollen wir die Leute mal ein bisschen hier oben halten. Vielleicht gibt es auch mal einen Gegenstand oder irgendwas hier. Also es gibt schon mal zwei Gänge nach oben im Nordosten. Ja, da werden wir auf jeden Fall beide erstmal nehmen. Ah, ja, wenn sie uns denn nach oben gehen lassen. Ja, gehen aber soweit ganz gut hier. Da geht's auch nochmal nach oben und jetzt könnte man auch Fragezeichen taktisch runterspringen. Ist das komplett eingeschlossen hier? Sandalen sind ziemlich albern. Oh nö, hier gibt es jede Menge. Hier gibt es jede Menge dieser Hoch- und Runter-Teleporter. Ah nein, der geht auch noch nach oben. Den haben wir schon mal ausgeschlossen. Forest. Hat er auch wieder so viel Abwehr? Ah ja. Das ist mal eine ganz schöne Hausnummer hier. Also nehmen wir immer mal das nächste, was wir finden. Da geht's nochmal wieder runter.
Ja, na gut, da werden halt wahrscheinlich dann auch viele hin und her auf gleiche Ebenen gehen. Der geht jetzt mal ziemlich weit runter. Also das könnte schon so ein bisschen was sein, wo man sich ein bisschen verlaufen kann. Und da es ja offensichtlich ja auch Gegenstände gibt, also gut, bis jetzt waren alle, die wir gefunden haben, ziemlich albern, aber... Halt du. Das ist halt so die Frage, da hätte man natürlich die Gegenstände auch gerne alle gefunden. Aber bis jetzt gehen wir tatsächlich dann schon so ein bisschen ins Blaue hinein. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich noch komplett alles weiß, wie wir hergekommen sind. Hier geht es auch nochmal nach oben. Da drüben waren wir schon mal. Jetzt gehen wir irgendwo ganz außen lang. So, nochmal kleine Heilungen hier. Flare Wool? Ist ja auch gar nicht so viel HP. Aber ja, schon ein bisschen, aber einige andere Gegner hätten jetzt schon mehr gehabt, ja. Denn hier hin? Jetzt sind wir auf der anderen Seite von dem, wo wir vorhin waren. Also grundlegend kann man schon sagen, dass man hier wie so eine Art Weg oder sowas erkennen könnte. Aber halt den Gesamtüberblick zu behalten, dürfte recht schwierig werden. Da unten war zum Beispiel auch noch mal ein Gegenstand. Vielleicht kommen wir irgendwie unten wieder hin. Ja. Aber kommen wir hier nicht direkt zu den Gegenstand? Ist jetzt die Frage. Vielleicht müssen wir uns oben auch runterfallen lassen. Obwohl, das wäre ja eigentlich nördlich davon gewesen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob die Teleportplattformen immer 1 zu 1 auf die exakte XY-Koordinate von oben heruntergehen. Schön wäre das natürlich.
Ah, das können die also machen. Ich frage, ob die dann auch wieder weniger HP haben, wie bei diesen anderen Amöben-ähnlichen Viechern. Das sieht so aus, könnte ein bisschen weniger gewesen sein. Naja, ja, also der hat jetzt fast gar nichts mehr ausgehalten. Trotzdem kriegt man ja für jeden scheinbar Erfahrung hier. Und auch alle zwei Schritte in den Kampf, na gut. Bei der schönen Geldmenge, die man hier bekommt, ist das ja gar nicht mal so schlimm. Ist halt nur ein relativ langer Weg zu diesem Dungeon hier hin. So, mal schauen, kommen wir jetzt hier ran? Also entweder habe ich da was Falsches gesehen oder, na gut, vielleicht war es auch so ein komisches Planschbecken. Ich dachte, es sah von oben so aus, wie wenn es dort was Weißes gäbe, also so eine Truhe. Nun gut. Aber vielleicht haben die gespawnten genauso viel HP wie diejenigen, die noch am Leben waren. Das sieht irgendwie wichtig aus. Moment, ist das nicht der Anfang? Ah! Okay, also wir sind von oben rechts, unten links rausgekommen. Ja, das sage ich ja, das sieht wahrscheinlich so sehr verworren aus, aber in Wahrheit gibt es dann wahrscheinlich doch gar nicht so viele verschiedene Pfade. Also klar gibt es viele verschiedene Pfade, aber die sind halt dann wahrscheinlich einfach alle irgendwie miteinander verbunden. Gut, mal sehen, ob es hier auch einen Teleporter gibt. Höchstwahrscheinlich schon. Und wer weiß, am Ende muss man dann irgendwo in der Mitte ganz nach oben kommen oder irgendwas. Da drin waren wir, denke ich, auch schon gewesen. Also hier an dieser, nördlich von uns. Das könnte einfach die andere Seite der des Nordweges gewesen sein.
Okay. Ja, das hat sich nochmal erfahrungstechnisch gelohnt. Wo geht's denn hier hin? Ach ne, das war, denke ich, das. Und dann waren wir irgendwie auch schon auf der unteren Seite gelandet. Na gut. Ja, da müssten wir irgendwo in der Nähe des Zentrums hier landen. Aber da schien es jetzt nicht so unbedingt direkt weiterzugehen. Gehen wir mal südöstlich. Wir kamen ja schon mal südwestlich hoch wieder rein. Gehen wir mal südöstlich. Autsch. Na, mal schauen, was es hier für Teleporter gibt. Da haben wir schon mal einen. Nehmen wir einfach mal den hier. Ich denke, das ist der vielleicht, den wir vorhin schon gesehen hatten. Ah, ich weiß es nicht. Die haben aber auch ganz schön Schaden mit ihrem Multi-Angriff hier gemacht. Okay, so kann man das natürlich auch machen. Auch selber Rest zaubern. Kommen wir jetzt daran? Na, mal sehen, was da drin ist. Also das heißt zumindest, dass wir direkt hier jetzt schon mal noch nicht waren. Grundlegend ja nicht schlecht, aber da sind wir schon dran vorbei. Fiara oder sowas. Okay. Naja, das war ein Schwächling. Ja, das sieht doch irgendwie wichtig aus.
die machen auch ein bisschen Schaden, aber gut, für einen normalen Angriff ist es ja mal noch okay. Ja, ich denke, wir können schon mal anfangen, hier ein bisschen Sachen zu benutzen. Tarakite haben wir nochmal. Das waren ja, denke ich, die Schwächeren. Früher oder später könnte auch doch nochmal jemand ein Level erreichen, aber na gut, mal sehen. Ja, hier gibt es einen Teleporter nach unten. Na, ich würde mal fast vermuten, dass wir wahrscheinlich schon ganz nach oben müssen. Nach unten wollen wir jetzt eigentlich nicht. Ah, hier geht's noch weiter runter. Nee, also hier gehen wir auf jeden Fall nicht lang. Also schön zurück hier. Falls es hier etwas anderes gibt, ist natürlich die Frage. Ah, doch nochmal ein Level up. Jetzt auch bei 140. Ah, nein, es gibt auch nichts. Okay, ja, dann gehen wir lieber wieder hier runter. Wir wollen jetzt nicht doppelt nach unten gehen. Tja, wie finden wir raus, wo wir hin müssen? Hm. Zumindest dort, wo wir jetzt waren, hat man fast am meisten Möglichkeiten gehabt. Da geht's aber auch nur wieder weiter runter. Und die mit First Attack nerven ziemlich. Aber na gut. Das haben wir gerade über die mit First Attack gesagt. Hm.
meine, das ist jetzt mal eine Sache, wo ich sage, das fühlt sich jetzt schon ehrlich gesagt so an, wo, dass man nicht gleich weiß, wo man hin muss. Nur runter wollen wir eigentlich nicht. Dann sind wir eigentlich wieder ganz unten. Ja, was heißt ganz unten? Ja, Knife Boots hast du auch schon. Ja, jede Menge Ausrüstung für Ney hier. Und scheinbar die beste, die es für sie gibt. Da waren wir schon einmal gewesen. Hier geht es allerdings noch weiter hoch. Also hier müssen wir auf jeden Fall auch schon gewesen sein. Das muss eine Sackgasse gewesen sein oder sowas. Okay, genau. Das alles zu ist, dann ging es hier nach unten. Dann ging es hier zum Beispiel hoch. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ging es hier? Hier ging es nochmal runter. Ne, runter ist, denke ich, nicht richtig. Es geht aber hier gleich nochmal hoch. Jetzt sind wir außerhalb von da, wo wir dort gewesen wären. Ah, aber könnte sein, dass wir trotzdem schon waren. Das ist, denke ich, mal offen. Jetzt laufen wir da wieder außen dran vorbei. Also das wäre jetzt wahrscheinlich so ein klassisches, wenn man wollte, könnte man sich unten, oder was weiß ich, jetzt sozusagen hier mal mit dem Visiphone abspeichern und wenn man dann tatsächlich gefunden hat, wo man lang gehen kann, dann läuft man dann das halt entlang. Okay, die haben wir mal ein paar Steigere gespawnt hier. Wo ging es jetzt hier nochmal lang? Also runter gehen wir eigentlich nicht mehr, wenn wir können. Okay, dann geht man mit ihnen halt auch mal ein, zwei hier aus. Hier waren wir auf jeden Fall schon, aber da wollten wir eigentlich. Wir müssten noch mal in dieses Mittelding.
Und ja, da sehen wir auf jeden Fall auch, dass das schon geöffnet war. Sehr gut. Können wir sie auch gleich nochmal heilen. So. Aber ganz runter wollen wir auf jeden Fall nicht. Ja, hier war sicherlich mal so ein Slasher-Angriff nicht ganz schlecht. Nun gut. Nein. Hier ging. Da geht's noch mal hoch. Also hier waren wir auf jeden Fall auch schon. Ja, das war das, wo wir dann nach einem anderen Weg hoch oder runter wieder gesucht haben und dann feststellen mussten, dass es doch dann doch nur den einen gab. Also sprich, das ist das eine, wo wir sagten, hier wollen wir eigentlich nicht runtergehen. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Ach, ey. Okay, also irgendwo fehlt uns eine Kleinigkeit. Ja, gab es jetzt, denke ich, nur diesen einen Weg. Da dürfte es jetzt nichts anderes als diesen einen Teleporter hier drüben geben. Genau. Na, ja, ich würde mal sagen, wir gehen erstmal raus hier. Wahrscheinlich landen wir hier, weil wir gerade mitten auf dem Wasser waren. Na gut. Ja, dann können wir auch nochmal einen vollen Save hier machen. Ja, die brauchen jetzt auf jeden Fall jede Menge Erfahrung. Gut, ja, jetzt haben wir dort eigentlich erstmal eine ganz schöne Sache, wo wir jetzt doch mal, also das ist der erste Dungeon, wo ich jetzt wirklich mal richtig verwirrt bin. Wobei die Frage ist, ob es riesenlang ist. Wir haben schon einiges gefunden und ja, irgendwie fehlt uns jetzt der richtige Teleporter, wo es weitergeht. Da würde ich sagen, machen wir dann aber gleich weiter. Ich würde einfach sagen, wir legen mal eine kurze Pause ein. Wenn wir zurück sind, verkaufen wir mal noch die Gegenstände, die wir jetzt hier zusätzlich hatten und ja, mal schauen, vielleicht tun wir uns nochmal mit so ein paar
im Prinzip können wir uns jetzt wahrscheinlich schon Trimates kaufen mittlerweile. Also von daher würde ich sagen, machen wir das dann mal. Also da, bis gleich.